Hallo und herzlich willkommen hier bei Brunswick TV zu einem etwas anderen Vlog-Vlog hier auf unserem YouTube-Kanal. Wir waren nämlich zu Gast in Knippis Bowling Palace in Oberhausen und haben uns ein paar Eindrücke gesammelt, wie denn dort derzeit fleißig gearbeitet wird. Denn Jens und sein Team machen derzeit alles wieder schick für den neuen Start, wenn es wieder losgeht. Und wie es aussehen könnte und was alles hier so renoviert wird, das erfahrt ihr jetzt in einem kurzen Interview mit mir und Jens Knipschild. Viel Spaß! Wir sind heute zu Gast bei Jens Knipschild in Knippis Bowling Palace in Oberhausen. Und Jens, du und dein Team, ihr seid ja sehr fleißig im Moment während des Lockdowns. Ja, wir versuchen die Zeit natürlich positiv zu nutzen und nicht nur auf der faulen Haut zu liegen. Und wie man jetzt sicherlich sehen kann, sind wir dabei, gerade etwas umzubauen, zu renovieren, zu restaurieren, um dann allen unseren Gästen ein gemütlicheres Bowling zu ermöglichen. Und wenn wir jetzt weitergehen, dann sieht man schon die ersten fertigen Bahnen, wie das Ganze dann am Schluss mal auf 20 Bahnen aussehen soll. Ja, sieht schon mal richtig ordentlich aus. Und wie das Ganze aussehen wird bei euch in Oberhausen, werden wir ja bald auf Brunswick TV ja zu Gesicht bekommen. Denn wenn alles fertig ist, machen wir hier ein Center Review bei euch. Und darauf könnt ihr schon gespannt sein. Jens, ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir, danke. Und schaltet auch demnächst wieder ein, wenn wir wieder für euch einen kurzen Vlog drehen. Heute etwas kürzer als gewöhnt, aber ja, das soll es soweit gewesen sein. Hier aus Oberhausen, Knippis Bowling Palace. Bis zum nächsten Mal.